Die Grünen. Die Grünen sind unser politischer Gegner, nicht die CDU. Die CDU ist nur zu inkonsequent, gegen die Grünen vorzugehen. Die Grünen sind deshalb unser politischer Gegner, weil sie für alles das stehen, was unser Land wahrscheinlich unveränderbar zerstören wird. Die Grünen stehen zu einem Teil aus einer Gruppe, ich würde sie bezeichnen als Blumenkinder. Diese Blumenkinder glauben das tatsächlich, was sie sich selber auf ihre Propaganda schreiben. Und sie verstehen gar nicht, dass es Märchen sind, die sich nicht erfüllen lassen. Das ist also ein Problem von teilweise mangelnder Bildung, Technikverständnis und auch dem Verständnis der Zusammenhänge in einer modernen, globalisierten Welt. Sie sind, man kann es so sagen, auch ein bisschen das Opfer ihrer eigenen Propaganda. Der Wohlfühlmärchen-Propaganda. Dann gibt es die zweite Gruppe, die einen Großteil der Grünen darstellt. Und diese zweite Gruppe ist die gefährliche. Weil diese Gruppe hat sehr wohl verstanden, wie eine globalisierte Welt funktioniert. Und sie hat sehr wohl verstanden, wie die Mechanismen sind. Und sie weiß um die Unerfüllbarkeit ihrer Wohlfühlversprechen. Diese Gruppe nutzt das Vehikel des guten Gewissens, der moralischen Überhöhung und des Umweltschutzes, um eine knallharte sozialistische Unterdrückungsideologie und Machtfantasien durchzusetzen. Und das erkennen wir an den radikalen Methoden, mit denen politische Gegner diskreditiert werden und politische Diskussionen über Sachzusammenhänge nicht mehr geführt werden. Diese Gruppe arbeitet intensiv mit den Medien zusammen, um ihre politische Propaganda zu verbreiten und ihre Ideologie der Unterdrückung und des Sozialismus in Deutschland durchzusetzen. Und diese Gruppe ist es, die gefährlich ist und die aus unserer Sicht bekämpft werden muss, politisch bekämpft werden muss. Und genau dafür treten wir an. Und ja, ich bin fest davon überzeugt, dass nur die AfD die moralische Kraft hat, diesen Kampf zu führen. Die CDU hat in diesem Kampf aus meiner Sicht bis zum heutigen Tage versagt.